Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIP2. Neue Recherchen belegen, dass Russland Hunderte, wahrscheinlich Tausende ukrainische Kinder verschleppt und an russische Eltern zur Adoption übergeben hat. Die NATO verspricht derweil weitere Waffenlieferungen für die Ukraine. Darüber diskutieren live im Studio der Politologe Hajo Funke, der Waffenlieferungen ablehnt, und der Militärstratege Walter Feichtinger. In Trümmern. Die Zahl der Todesopfer nach dem Erdbeben ist schon auf über 40.000 gestiegen. Allein in der Türkei ist 1 Million Menschen obdachlos. Eine Reportage aus Südanatolien. Teilzahlung. Arbeitsminister Kocher will Teilzeitjobs durch weniger Sozialleistungen weniger attraktiv machen. Die Kritik daran ist massiv. Wenige Wochen nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine hat die Regierung in Kiew diese Website online gestellt über die Kinder des Krieges. Mehr als 16.000 ukrainische Kinder wären seit Beginn der Invasion deportiert worden, heißt es dort, also gegen ihren Willen nach Russland verschleppt. Diese Zahl kann niemand so bestätigen, aber dass aus Waisenhäusern in den russisch besetzten Gebieten zumindest hunderte Kinder über die Grenze gebracht wurden, ist unbestritten. Um sie in Sicherheit zu bringen, behauptet der Kreml, die Kinder bekommen russische Pässe und werden bei russischen Adoptiv- oder Pflegeeltern untergebracht. Andere werden angeblich in Ferienlager transportiert und sind bisher nicht wieder in die Ukraine zurückgekommen. Investigativreporter mehrerer europäischer Rundfunkanstalten haben jetzt die Hintergründe recherchiert. Natalia Mäd ist verzweifelt. Im August hat sie ihre Tochter Karina auf ein Sommerlager ans Schwarze Meer geschickt, um ihr eine nette Abwechslung zum Kriegsalltag zu bieten. Doch das Mädchen ist niemals zurückgekehrt. Ob sie fürchte, dass Russland ihre Tochter behalten würde, wird sie gefragt. Ja, so die traurige Antwort. Das ist absolut kein Einzelfall. In solchen Feriencamps kommen russische Beamte leicht in Kontakt mit unbegleiteten Kindern aus der Ukraine, so das Journalistennetzwerk der EBU. Ebenso sollen sie Kinder aus staatlichen Pflegeeinrichtungen in den besetzten Gebieten holen, selbst wenn diese noch Eltern oder andere Verwandte haben. Es sei zu ihrem eigenen Wohle, so die Kinderschutzbeauftragte des Kreml, Maria Lova-Belova. Hier ist sie auf einem Propagandavideo zu sehen, wie sie Kinder von der Ukraine nach Russland bringt. Alle freuen sich auf diesem Telegram-Kanal. Wir gehen nach Hause, ruft ein Bub. Wir wollen ihre richtigen Eltern werden, so eine Pflegemutter. Die Kinder bekommen in einem Eilverfahren auch gleich die russische Staatsbürgerschaft, was Präsident Putin durch ein neues Gesetz geebnet hat. Menschenrechtsexperten verurteilen diese Methoden auf das Schärfste. Wir beobachten die Zwangsdeportation von Kindern, ein Kriegsverbrechen und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das hier systematisch betrieben wird. Manche gehen sogar noch einen Schritt weiter. Das ist nichts anderes als Genozid am ukrainischen Volk anhand von Kindern. Sie entführen sie, ändern ihre Staatsbürgerschaft, geben sie zur Adoption oder Pflege frei, verüben sexuelle und psychische Gewalt. Manche töten sie auch. All das sind Zeichen von Genozid. Die Investigativjournalisten zeigen auch Methoden auf, bei denen Kinder in der Ukraine bewusst von ihren Eltern getrennt werden. Das ist etwa Alexander passiert, der wegen einer Augenverletzung in ein Militärspital ging. Sie haben uns in ein Filtrationslager gebracht und dort meine Mutter befragt. Sie haben mir gesagt, dass sie den Test nicht bestanden hat und ich deshalb nicht bei ihr aufwachsen darf. Ich habe mich nicht einmal von ihr verabschieden können. Doch seine Großmutter hat ihn gesucht und mit Hilfe von Menschenrechtsorganisationen schließlich gefunden und zu sich geholt. Die Geschichte hat aber nur teilweise ein Happy End, denn von Alexanders Mutter fehlt nach wie vor jede Spur. Und um die Ukraine ging es heute auch in Brüssel. Dort haben sich die Verteidigungsminister der 30 NATO-Mitglieder zu einem zweitägigen Gipfel getroffen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Mitgliedsländer zu weiterer Militärhilfe für die Ukraine aufgefordert. Stoltenberg fordert mehr Tempo bei der Lieferung von Waffen und mehr Munition. Keine Einigung gab es in der Debatte um die mögliche Lieferung westlicher Kampfflugzeuge, die der ukrainische Verteidigungsminister in Brüssel neuerlich gefordert hat. Einen
Stopp der westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine und einen Vorstoß für einen Waffenstillstand und Verhandlungen haben letzten Freitag in Deutschland die Publizistin Alice Schwarzer und die linke Politikerin Sarah Wagenknecht in einer Online-Petition verlangt. Der Krieg müsse durch einen Kompromiss beendet werden, heißt es dort. Bis heute haben mehr als 400.000 Menschen dieses Manifest unterschrieben. Einer der Erstunterzeichner war der Berliner Politikwissenschaftler Hajo Funke, viele Jahre Professor an der Freien Universität, den ich jetzt live in Berlin begrüße. Guten Abend, Herr Professor. Guten Abend. Und hier bei mir im Studio ist Dr. Walter Feichtinger, ehemaliger Brigadier beim Bundeswehr und langjähriger Leiter des Instituts für Friedenssicherung und Konfliktmanagement an der Landesverteidigungsakademie. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Guten Abend, Herr Wolf. Herr Professor Funke, ich möchte mit Ihnen beginnen. Sie und Ihre MitunterzeichnerInnen fordern ein Ende des Krieges. Das wollen wahrscheinlich die allermeisten Menschen. Aber wie genau soll das Ihrer Meinung nach passieren? Also zunächst einmal muss ich Sie korrigieren. Ich war nicht gegen Waffenlieferungen. Ich bin für das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine. Ich habe unterschrieben, die Eskalation der Waffenlieferungen zu stoppen. Also keine Kampfjets. Also ich bin auf der Linie der NATO, wenn Sie so wollen. Es geht mir darum, dass man jetzt nach einem Krieg und nach einem Jahr Krieg und 250.000 Getöteten eine Chance hat, wie ich glaube, zu Verhandlungsinitiativen. Und das unterstütze ich sehr. Und ich bin da einer Meinung mit der Mehrheit oder jedenfalls der großen Hälfte der deutschen Bevölkerung. Brigadier Feichtinger, ich vermute mal, dass kaum jemand gegen Verhandlungen ist. Trotzdem sehen Sie dieses Manifest skeptisch. Warum? Ich sehe es insofern skeptisch, weil es für mich von einer falschen Grundannahme ausgeht, nämlich dass man mit Putin in dieser Phase jetzt vernünftig reden kann, vernünftig im Sinne von Gespräche beginnen, weil das haben wir bisher auch nicht gesehen. Daher glaube ich, dass es hier sich um einen Krieg handelt, der nur durch eine militärische Aktion, eigentlich durch eine erfolgreiche Verteidigung der Ukraine gestoppt werden kann. Und deswegen ist es so wichtig, die Waffenlieferungen aufrechtzuerhalten. Herr Professor Funke, andere Kritiker gehen noch viel weiter. Der bekannte Politologe Herfried Münkler, den Sie ja gut kennen, nennt das Manifest gewissenlos und verlogen, wirft Ihnen Komplizenschaft mit dem Aggressor vor und dass Sie das Geschäft Putins betreiben würden mit diesem Manifest. Ja, das sehe ich nicht. Es gibt Verhandlungschancen, wenn man die Izvestia anschaut, wenn man die März- und April-Verhandlungen anschaut. Putin hat schon verhandelt und es bedarf des internationalen Drucks, zu solchen Verhandlungen zu kommen, um nicht noch einmal in einem weiteren Jahr 250.000 ukrainische und russische Soldaten und Zivilisten das Leben lassen zu sehen. Was daran gewissenlos sei, verstehe ich nicht. Ich sehe es als mein Gewissen an, auf diese Chancen hinzuweisen und zugleich zu sagen, Herr Feichtinger, da widerspreche ich Ihnen, es wird keinen vollständigen Sieg der Ukraine geben, jedenfalls nicht mit den Waffen, nicht mit der Vorbereitung und nicht mit den Kräften, die die Ukraine gegenwärtig hat. Da steht tatsächlich in dem Manifest, die Ukraine kann zwar mit Hilfe des Westens einzelne Schlachten gewinnen, aber nicht den Krieg gegen die größte Atommacht der Welt. Es muss sowieso irgendwann verhandelt werden. Also warum nicht gleich? Davon gehe ich auch aus, dass irgendwann einmal verhandelt werden muss. Nur die Sache ist die, dass derzeit noch die Entscheidung am Boden, so hart das auch klingen mag, nicht gefallen ist. Beide Seiten, die russische und die ukrainische, will noch mit militärischen Mitteln Fakten schaffen. Und keine von beiden Seiten ist daher in der jetzigen Situation bereit, hier in Gespräche einzuwilligen. Und wir wissen es ja auch, Sie haben es angesprochen, dass es Versuche gegeben hat, schon im März oder April des letzten Jahres. Das wäre damals nach meiner Einschätzung ein Friedensdiktat von russischer Seite gewesen und keineswegs ein Verhandlungsangebot. Professor Funke, wenn Sie sagen, wenn Sie sagen, die Ukraine kann mit den derzeitigen militärischen Mitteln, die sie hat, ich würde sagen, nicht gewinnen oder nicht verlieren, wäre dann nicht die logische Konsequenz daraus, sie mit mehr Mitteln auszustatten, damit sie eben nicht verlieren muss? Genau, das ist die eine Möglichkeit. Aber dann brauchen Sie für eine Offensive in den Südosten, in Richtung Krim zum Beispiel, das Zehnfache dessen, was versprochen wird. So jedenfalls der zuständige Generalstabschef der ukrainischen Armee. Und das ist nicht absehbar.
Bisher haben die Vereinigten Staaten sich geweigert, Kampfjets zu bringen, auch Abrams-Panzer. Das wird verschoben. Unser Verteidigungsminister ist sehr enttäuscht über den bisherigen Verlauf der heutigen NATO-Konferenz. Er hat wenig Verständnis dafür, dass man mit den Panzern, über die man einen Deal gemacht hatte, nicht so schnell weiterkommt, wie es verabredet war. Das heißt, wir haben da Begrenzungen seitens des Westens in den Waffenlieferungen. Und insofern ist es auch meines Erachtens richtig, nicht in die Eskalation der Waffenlieferungen zu gehen, denn auf das Zehnfache wird man nicht kommen. Und wenn man die Krim angreifen wollen würde, dann hieße das tatsächlich jene in diesem Manifest befürchtete totale Eskalation. Denn die Krim ist etwas ganz Umstrittenes und Besonderes und deswegen waren die Verhandlungsoptionen, immer wieder auch die Krim aus einem Waffenstillstandsabkommen oder einem Friedensabkommen herauszunehmen. Auf die Krim möchte ich später noch kommen. Vorher noch ein anderer Punkt. In Ihrem Manifest heißt es wörtlich, verhandeln heißt nicht kapitulieren, verhandeln heißt Kompromisse machen auf beiden Seiten. Aber wie sollte dieser Kompromiss Ihrer Meinung nach aussehen und warum sollte die Ukraine überhaupt Kompromisse machen? Sie hatte den Krieg nicht angefangen. Wir müssen den Krieg als Krieg sehen. Und der Krieg ist furchtbar. Das sage ich nicht als Pazifist, sondern einer, der mitleidet, wenn Sie so wollen. Und wenn man erkennbar, das ist eigentlich Sache des Brigadiers noch mehr als meine, erkennen muss, dass die Chancen auf einen Durchbruch der Ukraine, also auf einen wie immer vollständigen Sieg, nicht gegeben sind, mit den Mitteln, die die ukrainische Armee gegenwärtig hat. Und wenn umgekehrt die russische Armee es nicht schafft, nach Kiew zu kommen, angesichts der Verteidigungsfähigkeit, die ich begrüße, der Ukraine, dann ergibt sich ein Patt. Und das hat der Generalstabschef der amerikanischen Armee gesagt, es ist ein Patt, übrigens seit Monaten. Und meine Vermutung ist, sagen wir meine Prognose, dass dieses Patt sich in den nächsten Monaten nicht wesentlich verändern wird, aber die Versuche der Offensive einen ungeheuren Blutzoll weiter bewirken werden. Und deswegen ist es sozusagen vernünftig, jetzt zu sagen, wir versuchen einen Waffenstillstand, wir drücken darauf, wir drücken die Herrn Macron und Herrn Scholz dazu, die Chinesen, Herrn Putin und schließlich wir alle den Präsidenten der Vereinigten Staaten, mit Selenskyj darüber nachzudenken, was die besten Konsequenzen für die Ukraine sind. Gut, lassen wir Herrn Feichtinger darauf antworten. Die Waffenlieferungen des Westens haben ja tatsächlich ja nur einen echten Sinn, wenn sie die Position der Ukraine wirklich verbessern würden. Aber ist es realistisch, dass die Ukraine diese riesige russische Armee tatsächlich aus ihrem Land drängen kann? Ich glaube, das ist ja derzeit gar nicht der Punkt. Die westlichen Waffenlieferungen bisher haben dazu geführt, dass die Ukraine nicht überrannt werden konnte. Das heißt, diese Waffenlieferungen haben schon einen wesentlichen Beitrag geleistet zur Existenz. Und jetzt in der nächsten Phase können wir bei weitem nicht davon reden, dass hier die Ukraine die Krim zurückerobern kann oder große Gebiete, die Russland bereits annektiert hat. Jetzt geht es, glaube ich, eher darum, hier die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu erhöhen, damit hier nicht weitere russische Vorstöße in das Land gelingen können. Und darauf deutet ja auch die Zeit hin, weil bis diese Panzer alle wirksam werden, das dauert ja Wochen und Monate. Jetzt hat aber Professor Funke gesagt, das ist doch genau das Problem, dass weitere Waffenlieferungen, so wie sie jetzt vorgesehen sind, nur diesen brutalen Stellungskrieg auf möglicherweise Jahre hinaus verlängern würden. Und niemand hat was dazu. Das ist auf keinen Fall auszuschließen. Das sehen wir, glaube ich, auch sehr ähnlich. Was wir nur unterschiedlich sehen, ist, es gibt aktuelle Umfragen in der Ukraine, dass die Verteidigungsbereitschaft, der Verteidigungswille nach wie vor bei 85-90% liegt. Wir als Außenstehende tun uns natürlich leicht. Wir sehen das hier mit ganz anderen Augen. Aber als unmittelbar Betroffener, glaube ich, hat man die Entscheidungsfreiheit, ob man weiterkämpfen will oder nicht. Da schreibt jetzt zum Beispiel der sehr berühmte deutsche Philosoph Jürgen Habermas in der morgigen Süddeutschen Zeitung, da der Westen Waffen liefert und da sehr engagiert ist, hat er auch ein Recht und sogar die Verpflichtung mitzureden. Das tut er ja bereits. Wir sehen ja, dass hier bei den Waffenlieferungen sehr zögerlich vorgegangen wird. Und eigentlich, ich würde sagen, die oberste strategische Entscheidung
nicht in der Ukraine ist, sondern eigentlich in Washington ist, weil hier bestimmt wird, welche Waffensysteme in die Ukraine geliefert werden. Seit Wochen und Monaten gibt es die Diskussion, wie weit dürfen die Raketen fliegen? 100 Kilometer, 150, 300 Kilometer. Bisher dürfen sie nur 75 Kilometer fliegen. Jets ist jetzt für mich eigentlich eine künstliche Debatte, eine künstliche Diskussion. Mich wundert viel mehr, warum man nicht über Kampfhubschrauber spricht, die ja eigentlich bei dieser Art von Gefecht viel wirkungsvoller wären. Und daher ist das für mich ein bisschen ein Abdriften einer Diskussion, die eigentlich um ganz andere Prioritäten gehen sollte. Das ist die Fliegerabwehr, die Luftabwehr und das ist die Verteidigungsfähigkeit am Boden. Professor Funk, ich hätte eine grundsätzliche Frage an Sie. Sie haben einst sehr gegen den Vietnamkrieg demonstriert. Damals haben Sie keine Verhandlungen gefordert, sondern den sofortigen Abzug der Amerikaner. Die waren auch eine Atommacht. Warum fordern Sie jetzt nicht einfach den sofortigen Abzug der Russen aus der Ukraine? Den fordere ich auch. In dem Manifest steht das nicht. Den habe ich in meinem Blog an vielen Stellen. Ja, es steht nicht alles im Manifest. Aber das Entscheidende, was heute wichtig ist, steht im Manifest, nämlich den brutalen Angriff der Russen zu kritisieren, der russischen Armee zu kritisieren und zugleich die Situation, wie sie jetzt ist. Und da bin ich ja gar nicht so weit entfernt von Herrn Feichtinger. Auch er sagt, man hat das Überrennen der Ukraine verhindert. Richtig so. Aber nun geht es nicht weiter. Es kommt eben nicht angesichts der Waffenparität, wenn Sie so wollen, einer asymmetrischen, versteht sich, also angesichts des PATS besser gesagt, nicht zu entscheidenden Durchbrüchen mehr. Und es ist völlig richtig, dass die Untersuchungen der Ukrainer zeigen, dass sie sich verteidigen wollen. Das ist ja auch nur gut. Aber zugleich sollte man sich und die Ukrainer überzeugen davon, dass man jetzt einmal eine Unterbrechung versucht, um zu Verhandlungen zu kommen, die ja auch nicht geklärt sind, was sie enthalten. Aber das Bluten, das Sterben zu unterbrechen. Das ist das Ziel dieses spezifischen Manifests in dieser Situation, ein Jahr nach 250.000 getöteten Menschen. Herr Feichtinger, wenn es tatsächlich so ist, dass Sie sich ja in der militärischen Einschätzung möglicherweise gar nicht so unterscheiden und Sie sagen, die Waffenlieferungen führen nur dazu, dass die Ukraine sich weiter verteidigen kann. Was wäre dann in einem halben Jahr oder einem Jahr anders? Warum kann man da nicht gleich verhandeln? Ja, das sehen wieder wir so. Ja, die ukrainische Seite sieht das derzeit nicht so, weil die hoffen sicher noch hier auf massive Waffenlieferungen. Sie haben auch in diesem Jahr eine unglaubliche Kriegserfahrung gesammelt und sie sehen sich vermutlich in der Lage, doch an einigen Orten, an einigen Stellen Gelände zurückzugewinnen. Weil eines müssen wir auch wissen, ab dem Zeitpunkt, wo es zu Gesprächen kommt oder im weiteren Schritt und zu Verhandlungen, sind die Grenzen im Prinzip ziemlich eingefroren. Das heißt, da gibt es keine großen Gebietsverschiebungen mehr. Daher ist für die Ukraine vollkommen klar, wenn man heute in Gespräche tritt und zu einem Feuergefecht das beenden kann, dann heißt das, dass die Grenzen in hohem Maße festgeschrieben sind. Und das kann die Ukraine in der jetzigen Situation, wo sie glaubt, doch etwas gewinnen zu können, nicht wollen. Sie fordern ja ein Ende. Ja, aber das ist ein Glaube. Es ist ja nicht belegt durch die Situation vor Ort. Aber Herr Professor Funke, wenn es tatsächlich keine weiteren westlichen Waffenlieferungen mehr gibt, warum sollte dann Putin überhaupt verhandeln? Dann könnte er einfach versuchen, die Ukraine ganz zu erobern und wirklich nach Kiew vorzumarschieren. Nein, es geht darum, eine immer weiterführende Eskalation der Waffenlieferungen zu stoppen. Das heißt Kampfjets und Flugverbotszonen, Einsatz von Atom-U-Booten oder U-Booten, Schlachtschiffen, all das ist ja vom stellvertretenden Außenminister der Ukraine gefordert worden. Und das lehnen alle westlichen Staaten bisher ab, auch heute in der NATO. Das heißt, wenn man realistisch ist, dann spricht doch sehr viel dafür. Und Herr Feichtinger, wenn man sieht, dass es keine wesentlichen Gebietsveränderungen mehr gibt, Sie haben mir das nicht belegen können. Sie haben mir nicht belegen können, dass die Offensive, die überlegt wird von der ukrainischen Armee in Sachen Südosten, funktioniert. Sie haben mir das nicht belegen können. Sie brauchen nämlich, wie der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee sagt, das Zehnfache dessen, was sie gegenwärtig nach dem, was ich von der NATO höre, bekommt. Also nicht realistisch. Und wir sind in einem Krieg, der ist real. Und um da nicht sozusagen
den Blutzoll hochzutreiben, ist es sinnvoll, den Druck auf alle Seiten, also auch und gerade auf Putin, zu erhöhen, zu sagen, okay, es gibt sowieso ein paar Signale, dass er fähig sein kann, nachzugeben, zu verhandeln, so wie im März, April, das dann auch zu tun. Das ist die realistische Sachlage. Alles andere ist Glauben. Und Glauben im Krieg ist das Schlechteste, was man haben kann. Und Herr Brigadier, müsste der Westen nicht zumindest einmal sagen, was für ihn das Ziel seiner Waffenlieferungen ist? Das ist ja völlig undefiniert. Also geht es nur darum, dass die Ukraine sich verteidigen kann? Geht es darum, dass die Ukraine Russland so weit, die russische Armee so weit zurückschlagen kann an die Positionen vor Kriegsbeginn? Oder geht es darum, die Krim auch wieder zu erobern, was ganz deklariert das Ziel der ukrainischen Regierung ist? Es gibt ja zwei konkrete Aussagen. Das eine ist die, dass die Ukraine nicht untergehen darf, dass sie hier nicht überrannt werden darf. Punkt eins. Das zweite ist, dass die Ukraine sehr wohl die Gebiete zurückerobern können muss vor dem 24. Februar des letzten Jahres. Nicht die Rede von der Krim und nicht die Rede von diesen Separatistengebieten. Das wurde eigentlich von den westlichen Unterstützern bisher ausgeschlossen, aus meiner Perspektive. Und zur Kriegssituation selbst. Wir haben jetzt den Übergang zur Phase 3. Phase 1 war, Russland greift an. Phase 2 war, Ukraine macht Gegenangriffe, hat sich dann erschöpft. Jetzt haben wir eine Übergangsphase, wo beide Seiten versuchen, sich massiv zu verstärken, um dann in die nächste Phase 3 zu gehen. Und dann wird man eben diese Entscheidung sehen. Sie haben vollkommen recht, Herr Funke, wenn Sie sagen, das wird natürlich sehr opferreich sein. Aber es ist im bisherigen Kriegsverlauf so zu erwarten. Und wir Außenstehende sehen das natürlich ganz anders. Aber ich fürchte, vor Ort gibt es eine andere Realität. Gut, letzte Frage an Sie als Militärstratege. Das, was Sie jetzt gesagt haben, die russische Armee an die Positionen von vor dem 24. Februar letzten Jahres zurückzudrängen, halten Sie das tatsächlich für realistisch? Ich halte das in vollem Umfang für nicht realistisch. Es mag phasenweise an einzelnen Stellen gelingen, hier wirklich bis vielleicht an die russische Grenze wieder vorzudringen. Aber die gesamten 20% Territorium zurückzuerobern in absehbarer Zeit, und damit meine ich das heutige Jahr, halte ich für unrealistisch. An welchem Punkt sollte man dann verhandeln? Wenn beide Seiten sehen, dass sie eigentlich nichts mehr wesentlich verändern können, das ist üblicherweise der Punkt in der Konfliktforschung, wo man sagt, und jetzt geht es an den Verhandlungstisch, weil beide sehen, ich kann nichts mehr bewegen. Wenn ich Herrn Professor Funke richtig verstanden habe, dann ist dieser Punkt aus seiner Sicht jetzt schon erreicht. Wir sehen das so, ja. Die beiden Konfliktparteien anscheinend nicht. Und das ist immerhin mehr Einigung, als ich von dieser Debatte erwartet habe. Herr Professor Funke, vielen Dank für den Besuch im Studio in Berlin. Herr Brigadier Feichtinger, danke für den Besuch hier. Gerne. Und damit wechseln wir das Thema. Heute wurde die Opferzahl in der Erdbebenregion auf über 40.000 korrigiert. Aber noch immer werden Menschen lebend aus den Ruinen geborgen. Heute waren es drei junge Männer und eine junge Frau, mehr als 8 Tage nach dem Beben. Allein in der Türkei sind jetzt rund 1 Million Menschen obdachlos, sagt die WHO. Und nicht nur in den Städten ist die Lage katastrophal, sondern auch auf dem Land, wo stellenweise noch gar keine Hilfe angekommen ist. Katharina Wagner berichtet aus Südanatolien. Ein Staudamm nahe der Kleinstadt Pazarcık in der Provinz Kahramanmaraş. Risse ziehen sich durch den Beton. Die Straße, die über ihn führt, ist von der Wucht des Bebens zerrissen worden. Bewohner der anliegenden Dörfer wissen nicht, wie es jetzt weitergeht. Auch unser Dorf ist beschädigt. Wir brauchen dringend Zelte und Verpflegung. Bisher haben sie uns nur Kekse gebracht. Wir haben auch keine Heizung mehr. Und wie Sie sehen, ist die Straße in unserem Dorf völlig kaputt. Viele Dörfer in der Provinz Kahramanmaraş wurden schwer vom Beben getroffen. Doch noch ist kaum Hilfe angekommen. Dabei ist die Wucht des Bebens auch in Orten wie Tetirlik klar zu sehen. Sie hat den Boden hier förmlich aufgerissen, über Meter hinweg. Sogar den Stamm eines Baumes hat sie gespalten, so weit, dass man hindurchgehen kann. Umliegende Häuser sind eingestürzt. Das ohnehin schon harte Leben hier, es ist unerträglich geworden. Mein Mann hat Darmkrebs und ist operiert worden. Als das Beben kam, habe ich ihn am Arm genommen und wir sind gerannt, obwohl er kaum gehen kann. Er hat einen künstlichen Darmausgang, aber ich bald keine Beutel mehr dafür. Und auch im Krankenhaus in Kahramanmaraş gibt es keine mehr.
In die Häuser will oder kann hier niemand zurück. Sie sind unbewohnbar geworden. Ein Dutzend Zelte hat der Katastrophenschutz bisher hierher gebracht. Es sind zu wenige für die rund 600 Menschen hier. Viele haben sich selbst Hütten aus Planen gebaut und haben Angst, vergessen zu werden. Denn zu groß war die Zerstörung in Städten wie Kahraman Maraş, wo Such- und Rettungsaktionen nach und nach ihr Ende finden und die Aufräumarbeiten beginnen. Die Retter sind erschöpft, die Überlebenden traumatisiert, die Hinterbliebenen voll Trauer und Wut. Und während versucht wird, Verantwortliche zu finden für so viele eingestürzte Häuser in der Südosttürkei, stellt sich die Frage, ob in diesem Land auch ein politischer Preis für die Folgen dieser Erdbebenkatastrophe zu zahlen sein wird. Die Nachwirkungen dieses Bebens, sie werden noch lange andauern, nicht nur hier in der Provinz Kahraman Maraş. Berichtet Katharina Wagner, und weil wir vorhin doch länger diskutiert haben als geplant, müssen wir uns leider schon an dieser Stelle von allen verabschieden, die Werther Reisert dabei waren. Danke für Interesse, einen schönen Abend noch aus Wien. Und wir kommen damit nach Österreich. Viele Firmen suchen händeringend Arbeitskräfte. Gleichzeitig arbeiten gut 1,2 Millionen Menschen im Land nur Teilzeit, darunter sehr viele Mütter mit betreuungspflichtigen Kindern, aber auch hunderttausende andere Frauen. Und auch Männer, wenn auch deutlich weniger. Sie will ÖVP-Arbeitsminister Kocher nun zu Vollzeitjobs motivieren, indem er Teilzeitarbeit finanziell unattraktiver macht. Und zwar durch weniger Sozialleistungen, wenn jemand freiwillig weniger arbeitet, wie Kocher in einem Interview heute sagt. Das hat eine breite Welle der Kritik ausgelöst. Unterstützung für Kocher kommt nur aus der Wirtschaft. Mehr Vollzeit, weniger Teilzeit. Dieses Ziel ruft Wirtschaftsminister Martin Kocher heute aus mit einem äußerst umstrittenen Vorschlag. Wer Teilzeit arbeitet, soll weniger Sozialleistungen bekommen. Ob er damit etwa die Familienbeihilfe meint, präzisiert Kocher nicht. Konkret sagt er im Kurier: In Österreich wird wenig unterschieden bei Sozial- und Familienleistungen, ob jemand 20 oder 38 Stunden arbeitet. Wenn Menschen freiwillig weniger arbeiten, dann gibt es weniger Grund, Sozialleistungen zu zahlen. Betroffen davon wären vor allem Frauen. Rund die Hälfte aller erwerbstätigen Frauen arbeitet Teilzeit. Bei Männern ist es nur jeder Zehnte. Das Institut für Familienforschung hat zuletzt Umfragedaten ausgewertet, warum Frauen mit Kindern Teilzeit arbeiten. Rund 31% geben an, dass sie ihre Kinder selber betreuen möchten. Rund 27% der Frauen sagen, dass sie keine Vollzeitstellen wollen. Nur rund 7% antworten, dass der Grund für Teilzeit zu teure oder fehlende Kinderbetreuung ist. Bei einer Umfrage der Arbeiterkammer aus dem Jahr 2020 sagen wiederum rund 36% der Frauen mit Kindern, dass ein besseres Kinderbetreuungsangebot Voraussetzung wäre, mehr zu arbeiten. Weitere 36% geben an, dass sie nicht mehr arbeiten wollen. Grüne, SPÖ und FPÖ kritisieren Kocher heute jedenfalls scharf, genau wie die Gewerkschaft. Aus unserer Sicht ist der Vorschlag nicht nur frauenfeindlich und zynisch, sondern auch nicht zu Ende gedacht. Unsinnig, weil entweder geht es um Familienleistungen, da gilt die Regel, Gott sei Dank, jedes Kind sollte gleich viel wert sein, oder es geht um Sozialversicherungsleistungen. Und da ist es ohnehin so, dass wenn man sehr lange Teilzeit arbeitet, beschäftigt ist, auch weniger Pension bekommt. Unterstützung für Kocher kommt aber vom Wirtschaftsflügel der ÖVP, dem Wirtschaftsbund. Da geht es einfach darum, über viele Dinge zu diskutieren. Das ist auch notwendig. Und ich verstehe die Aufregung nicht ganz, weil wir haben Herausforderungen am Arbeitsmarkt. Und wenn wir Herausforderungen haben, müssen wir Themen diskutieren. Und das muss erlaubt sein. Das Ziel, Vollzeitarbeit attraktiver zu machen, teilt auch der Handelsverband. Ja, die Situation ist einfach jene, dass wenn man die Stunden generell erhöht, auch von Teilzeit niedrig auf Teilzeit höher, man weniger als die Hälfte netto übrig hat. Unklar bleibt, welche Sozial- oder Familienleistungen bei Teilzeit gekürzt werden könnten und ob der Vorschlag überhaupt ÖVP-Parteilinie ist. Der Bundeskanzler formuliert seinen Standpunkt heute so. Martin Kocher als Arbeitsminister muss sich die Frage stellen, wie bringe ich möglichst viele Menschen in den Arbeitsprozess? Wo gibt es für Menschen, die Teilzeit beschäftigt sind, Nachteile, wenn sie zum Beispiel von 20 oder 25 Stunden auf 35 Stunden aufstocken wollen?
Wirtschaftsminister Kocher war für ein Interview nicht verfügbar. Schriftlich rudert er zurück. Es gehe nicht darum, Sozialleistungen zu kürzen, sondern Steuermittel treffsicherer einzusetzen, heißt es aus dem Ministerium. Konkreter wird es heute nicht. Und jetzt haben wir noch weitere wichtige Meldungen vom Tag im Überblick. Jewgeni Prigoschin, der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, hat erstmals die Gründung einer sogenannten Trollfabrik zugegeben. Prigoschins Unternehmen Internet Research Agency werden Desinformationskampagnen im Netz und etwa Einmischung in die US-Wahlen 2016 vorgeworfen. Die Republikanerin Nikki Haley hat ihre Kandidatur für die US-Präsidentschaftswahl kommendes Jahr verkündet. Die frühere UN-Botschafterin ist damit die erste Kandidatin, die gegen Ex-Präsident Trump ins Rennen bei den parteiinternen Vorwahlen einsteigt. Wegen der stockenden Lohnverhandlungen haben die Beschäftigten in über 25 Privatspitälern am Vormittag einen dreistündigen Warnstreik abgehalten. Sie fordern eine Gehaltserhöhung und bessere Arbeitsbedingungen. Die Arbeitgeber haben das Bundeseinigungsamt aufgerufen, zu vermitteln. Österreichs Kulturwelt trauert um Friedrich Zerha. Der berühmte und vielfach ausgezeichnete Wiener Komponist ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Seine Kompositionen, oft monumentale Orchesterwerke, zählen zu den wichtigsten des 20. Jahrhunderts. Und jetzt schauen wir noch schnell auf die Wetteraussichten. Es wird relativ warm. Der Winter macht weiterhin Pause in Europa. Frühlingshafte 18 Grad gibt es im Mittelmeerraum. Die 10-Grad-Zone reicht von Norddeutschland bis zu den Alpen. Morgen ist es im Bergland wieder von der Früh weg wolkenlos. Nebel und Hochnebel im Flachland werden sich dagegen nur teilweise auflösen. Es bleibt bei Sonne sehr mild. Ab Donnerstag dürften sich Nebel und Hochnebel weitgehend auflösen. Mit Westwind ziehen aber auch Wolkenfelder und am Freitag einzelne Regenschauer durch. Es bleibt sehr mild. Hier in ORF2 sucht jetzt eine neue Menschen- und Mächte-Dokumentation ein Jahr nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine nach den historischen Wurzeln dieses Kriegs. Der Blick zurück ins 20. Jahrhundert zeigt, wie sehr die Geschichte des Landes von Kriegen und Umbrüchen, von Unterdrückung und Fremdherrschaft gekennzeichnet war. Und in der ZIP-Nacht ist heute noch Heinz Wegerer, der für das Hilfswerk International im türkischen Katastrophengebiet im Einsatz war, zu Gast um 11:55 in ORF 1. Inzwischen von uns allen hier noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Bis morgen.